Greta im Gefühlschaos. Ja, ich werde noch gar nicht. Finn hat eine neue Flamme. Aber ich habe Kati sofort zu verstehen gegeben, dass sie in mein Beuteschema passt. Und Livia die schlimmste Zeit ever hinter sich. Alter, so noch viel mehr gibt es in der 6. Folge von Love Island. Woo! Ihr Leute, die Paarungszeremonie aus der letzten Folge ist gerade vorbei. Die Kandidaten sind noch komplett euphorisch. Sind sie überhaupt euphorisch? Haben die überhaupt Spaß? Mögen die es da überhaupt? Ach, keine Ahnung. Und naja, jetzt sitzen sie zusammen und sind voll in Partylaune halt. Nachricht. Nachricht! Puh, eine neue Nachricht direkt nach der Paarungszeremonie. Das kann ja nur was Geiles sein. Hey, Nachricht! Nachricht! Livia ist da gerade ein bisschen passiv-aggressiv, oder? Emilia, Nachricht! Freu dich! Ja, und jetzt freuen wir uns. Heute Nacht öffnet sich die Private Suite zum ersten Mal. Ihr kennt euch ja alle jetzt schon ein paar Tage, dann ist auch Zeit für Sex. Wer? Also, steht noch nicht drin. Hä, krass. Krass, wir werden erst in einigen Minuten erfahren, wer die Private Suite darf. Einfach nur krass. War klar. Adriano, du darfst die Nacht in der Private Suite verbringen. Nein! Was? Adriano und Bianca, die seit heute erst ein Paar sind? Da geht bestimmt was. PS, allerdings ohne dein Couple. Ich erwarte dich in der Private Suite, Kati. Oh, das ist ja nochmal ungünstiger. Das bedeutet, Adriano lernt jetzt eine neue Frau kennen in der Private Suite, wo man unter sich ist und, naja, die für besondere Dinge halt gemacht ist. Das wird bestimmt ein tolles Kennenlernen und Bianca, die gerade endlich verkappelt ist, zum ersten Mal mit Adriano einen Bachelor, könnte ihn seit ein paar Tagen kennt, ist natürlich jetzt fertig. Oh Mann. Ich hoffe, sie kann trotzdem das Nutella-Brot, das von ihren Tränen versalzen ist, genießen. Die arme Frau. Natürlich versuchen die anderen Frauen später Bianca ein bisschen zu trösten, aber gleichzeitig müssen sie natürlich auch darüber reden, wie die Frau wahrscheinlich sein wird. Und da geht's dann los. Braunhaarig. Nee, echt? Blond. Für mich ist sie auch blond. Blond. Für mich auch blond. Blond und schön wird sie sein. Okay. Ich finde, Emilia klingt auch irgendwie so wie eine Märchenhexe. Blond und schön wird sie sein. Und hoffentlich viel spannender als ihr. Genau. Ich habe extra nicht geduscht. Das ist mein Mann. War natürlich gelogen. Ja, das ist dein Mann, Bianca. Ein Lügner. Glückwunsch. Aber dann schauen wir uns doch mal direkt an, wer ist denn die neue Granate? Ich bin ein extrem humorvoller und ehrlicher Mensch. Hoffentlich bringt es mich irgendwann zum Lachen, aber Humor und Ehrlichkeit ist auch irgendwie super basic. Als ob du als Hobby angeben würdest, ja, ich lese gern. Toll. Am meisten freue ich mich, neue Menschen kennenzulernen, eine coole Zeit zu haben und im besten Fall die wahre Liebe zu finden. Hatte gerade jemand noch das Gefühl, dass das Posing und das Interview so gar nicht zusammengepasst haben? Sie klingt so krass monoton, so im besten Fall haben wir hier eine schöne Zeit. Und bei den Fotos so, ich freue mich so, hier zu sein. Das passt nicht. Kathi trifft dann allerdings auf ihren Adriano. Die beiden freuen sich natürlich direkt an. Und er erzählt ihr so, hey, ist gerade Paarungszeremonie vorbei. Ein bisschen chaotisch bei uns alles. Und sie ist natürlich dann sehr besorgt. Ich habe jetzt nicht irgendwie da noch mehr Wirbel reingebracht. Nee, überhaupt nicht. Kathi, du kommst als Granate nach Love Island. Dein Sinn ist es, das zu tun. Gut, immerhin ist sie humorvoll. Adriano zeigt dann der Kathi aber auch ganz schnell, dass er halt dann schon sehr gesprächsführend sein kann. Ich liebe es zu kommunizieren, ich mag das einfach. Merke ich. Wenn du sagst, du bist ein kommunikativer Mensch und jemand anders sagt, ich merk's, ist es meistens kein gutes Zeichen. Meine Top-Charaktereigenschaft wäre tatsächlich die Loyalität, also wirklich so dieses... Man steht zu 100% ja, dieses. Und das ist auch irgendwie so ein Basic. Okay, ich beschwöre mich oft über Basics, aber gibt es irgendwas Besonderes, was man da jetzt sagen kann? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ist eure ungewöhnlichste Lieblingscharaktereigenschaft eines anderen Menschen? Vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt von Ansprüchen. Bianca und ich haben halt jetzt so mehr oder weniger die letzten Tage darauf hingearbeitet. Das heißt, er hat gerade der Granate gesagt, hey, ich habe eigentlich gerade Couple, wir arbeiten wirklich auf Couple sein hin und das bedeutet, Adriano ist kein Fremdgeher. Also, was heißt Fremd? Also, ihr wisst, was ich meine. Gut, Adriano. Und wenn das jetzt hier nicht die kälteste Private Suite der Welt ist, dann ist Adriano sogar sehr zurückhaltend. Also dann, schlaf gut. Du auch. Ich meine, kommt schon, wer schläft denn im Sommer in einem Pullover? Also, niemand. Brene und Finn sind wegen der Paarungszeremonie natürlich auch noch ein bisschen, naja, verwirrt, was da alles passiert ist und reden auch noch kurz darüber. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich und Greta
von der Konstellation, wie die Gruppe ist, am besten passen? Breno, der Persönlichkeitstest hat doch gesagt, dass du nicht zu Greta passt. Och, Breno, hör doch bitte nicht auf dein Herz. Hör auf den Persönlichkeitstest. Später erzählt Greta allerdings Finn noch vollkommen schockiert von der Sache mit Emilia, dass sie niemals mit gerechnet hätte, dass die einsame Emilia, die dauernd sagt, dass sie nur Finn gut findet, Finn wählt. Null. Ja, ich werde noch gar nicht. Nein, ist nicht kalt, nerv mich jetzt nicht. Sie ist echt schlecht in ihren Gefühlen, oder? Richtig schlecht. Finn allerdings ist sich auch gar keiner Schuld bewusst, wie es zu so einer Situation auch nur kommen konnte. Mich nur auf dich konzentrieren kann. So, also ich muss ehrlich sagen, ich bin so, was Greta angeht, offen und sowas, was dich angeht, offen. Also wenn das nicht mal eindeutige Signale an Emilia waren, also das war auch dann echt einfach nur hinterlistig von ihr, offensichtlich. Also Finn kann da ja gar nichts für. Greta ist allerdings weiterhin geschockt, weil Emilia war ihre beste Freundin und das war einfach ein Verrat. Ich wusste immer, dass Emilia Finn interessant findet und auch als einzigen interessant findet. Girl, du wusstest es doch. Sie hat es gesagt. Dann ist es doch logisch, dass sie das tut. Finn beteuert allerdings Greta weiterhin, dass er immer zu ihr stehen wird, dass die beiden ein Paar sind, dass er sie will. Und Greta, naja, ist ja gerade entkappelt. Und da Love Island ja die Realität ist, heißt das, dass das nie was werden kann und die für immer getrennt sind und Horror. Nimm die ein zu schlafen. Nachdem er dann mit Greta gesprochen hat, geht dann Finn auch zu Emilia, um ihr klarzumachen, hey, Girl, mit uns wird das nichts. Kann das jetzt nicht einfach so abstellen, das funktioniert nicht. Nö, verstehe ich ja voll, also, ist ja voll okay. Ja. Und ich finde dich als Person wirklich mega goldig und mega lieb so. Gibt nichts Schöneres, nach einem Korb als zu hören, dass man goldig und lieb und nett und freundlich ist. Davon kann man sich auch kein Nutella-Toastbrot kaufen. Also mach ich einen Haken dran, weil ich werde jetzt nicht hier weiter rumsitzen und rumheulen. Sprich, Emilia musste ihn bei der Paarungszeremonie auswählen, sich mit ihm verkappeln und dann erst konnte sie erfahren, dass es zwischen den beiden nichts wird. Sie hätte ihn nicht einfach mal klipp und klar fragen können. Nein, es ging nur so. Auch ein bisschen komisch. Voller Freude, dass sie jetzt auf der Couch zusammenschlafen können, sind Finn und Greta total in Atemnot, weil es unter der Decke anscheinend wenig Luft gibt. Ja, die Decke hat sich ein bisschen sehr stark bewegt, aber das ist natürlich auch normal. Als Adriano am nächsten Tag in die Gruppe zurückkehrt und den Leuten uns erklärt, hey, ich hatte ein Date mit der netten Kathi gehabt, haben die natürlich auch ganz wichtige Nachfragen. Also ich glaube nicht, dass das gemacht war, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so extrem darauf geachtet. Nur mal so aus dem Augenwinkel. Also du weißt nicht, wie so ungefähr... Doch. Also Breno erzählt dann später, Leute, Brüste sind für mich wichtig, aber auch wenn dir Brüste wichtig sind, frag doch nicht das als allererstes. Für Finn gibt es allerdings auch eine richtig schöne Botschaft und Greta ist dann bestimmt auch wieder richtig happy. Die Zuschauer haben gewotet und sie haben entschieden, dass du mich auf einem Date näher kennenlernen darfst. Richtig gut gemacht, Zuschauer. Wer sind eigentlich immer diese Zuschauer, die wirklich bei Love Island voten? Warum vote ich bei Love Island eigentlich nicht? Das sollte ich auch mal langsam tun. Ich werde mir fürs nächste Mal die Love Island App runterladen und Beschämtes in die Kamera zeigen. Die beiden machen sich dann allerdings zu einem Date auf. Es wird super romantisch und super schön und die sind in... Sorry, Namen habe ich vergessen, aber seid ehrlich, euch ist es doch wurscht, oder? Oh, Love Island Moderator, lass dir eins gesagt sein. Bei sowas wird immer an Heinz, Harald, Hans, Peter, Petersen ankommen und dir dann sagen, nein, ich hätte gern gewusst, wo das ist. Das passiert wirklich. Wie alt bist du? 21. Und du? 23. Perfekt. Wir sind perfekt füreinander. Glaub niemals irgendwas anderes. Ja, die beiden werden sich jetzt verlieben. Das Alter stimmt. Das ist perfekt. Nach einem guten Gesprächsflow hat dann Finn allerdings auch eine richtig starke Erkenntnis. Ja, natürlich ist im Hinterkopf immer noch Greta, definitiv. Aber ich habe Kathi sofort zu verstehen gegeben, dass sie in mein Beuteschema passt. Sprich, er sagt Emilia, hey, du bist goldig und lieb, aber es kann nichts werden, weil ich mich auf Greta fokussieren muss. Und dann kommt Kathi und Finn so, ja, die finde ich auch super. Dann sei doch ehrlich zu Emilia. Naja, aber wie empfindet Kathi denn die Situation? Finn und ich, da ist auf jeden Fall was. Also das hat mich echt ein bisschen geflasht, seine Art. Hat mich auf jeden Fall geflasht, diese Art. Okay, es war immer ein bisschen Gefühlsregung dabei. Die beiden gehen dann allerdings auch wieder gemeinsam in die Villa und lernen nun alle anderen kennen. Oh mein Gott, so schön. Wie geht's dir? Krass geht's mir. Bist aufgeregt, crazy. Habt ihr es gehört? Bist aufgeregt, crazy. Richtig, bist aufgeregt, crazy. Ja, voll crazy. Keine Sorge, wir sind alle nett. Ja, hab schon gehört von beiden. Unabhängig. Was sollen die Jungs auch anderes sagen? Ja, bei uns sind eigentlich einige, die finde ich voll scheiße, aber lernen sie doch selber mal kennen. Ja. Bestimmt. Wenn die Stimmung dann natürlich jetzt ein bisschen locker ist, wird es hier noch weiter aufgelockert. Es ist Zeit für eine Party. So, Poolparty. Yeah. Zeig uns die Party. Seifenblasen und Grimassen.
Da geht was. Da Finn jetzt allerdings ein Date gehabt hat und quasi voll im Dreier gespannt steckt, unterhalten sich er und Greta auch dann nochmal. Also war echt ein cooler Mittag, also Vormittag, so hat echt Spaß gemacht. Hä, ich bin voll neidisch, warum krieg ich nicht so ein Date? Mit wem? Ja, mir egal, ich will auch so ein Date. Ich bin Greta, ich bin voll der Freigeist und zeig dir jetzt, dass du mich erobern musst. Es ist mir voll egal, mit wem ich ein Date hätte. Das ist einfach so ein Greta unsympathisch Move, wenn sie am letzten Abend noch wegen Finn geheult hat, dass sie voll traurig ist und jetzt so einen auf cool tut. Das bist du anscheinend nicht, Greta. Emilia, die ja merkt, dass sie jetzt wieder der singleste Single auf Love Island ist, ist natürlich jetzt richtig hart betroffen und da kann Papa Adriano voll gut helfen. Die wenigsten Menschen hätten die Eier, das durchzuziehen, was du durchgezogen hast. Meinst du nicht? Das ist die fucking Power, die die Welt braucht. Bei Love Island zu einem Mann zu sagen, ich will dich als Kappe, du bist das geringste Übel, ist die fucking Power, die die Welt braucht. Das wird die Welt besser machen. Genau. Ja, und ich weiß halt einfach nicht, aber wie viele Rückschläge ich noch verkrafte. So, ich bin einfach, keine Ahnung, mir ging es vielleicht einmal in meinem Leben so schlecht. Oh, irgendwie will ich Emilia vor den Arm nehmen, mal kurz drücken und andererseits auch kurz meine innere Edna rausholen, um ihr zu sagen, was ist nur mit dir los? Mein Gott, reiß dich doch zusammen! Stell dich dem Problem, kämpfe, gewinne! Ja. Finn und Greta teilen sich allerdings später auch nochmal einen sehr romantischen Intim-Moment und ich fand, das war voll süß. Was soll das? Ja, bis Greta dann angefangen hat zu reden, dann wurde es ein bisschen cringy und nicht mehr süß. Livia versucht auf ihre Art und Weise dann später mal Amadou von sich zu überzeugen und das macht sie mit einem richtig süßen, herzerwärmenden Kompliment. Du hast so eine Fuckboy-Attitude und ich mag das. Ich habe eine Fuckboy-Attitude? Eine Ausstrahlung. Guck mal, das ist ein Kompliment. Ein Fuckboy ist jemand, der keine ernsthafte Beziehung sucht, Frauen verarscht und mit mehreren Frauen gleichzeitig sexuellen Kontakt sucht und sie irgendwie nur warm hält und ja, verarscht eben. Und Livia so, ich finde, das bist du, ich stehe darauf und das ist ein Kompliment. Wie kann man so dumm sein und das geil finden? Also jetzt mal ehrlich. Darauf aber geschissen, es ist schon wieder Partytime und es wird richtig schön. Islander, Love Island ist jetzt zweimal im Jahr, aber die Love Island Western Party gibt es nur einmal. Und zwar heute Abend. Proud Love Island Western Party! Was ist die Love Island Western Party? Ist das spannend? War das cool? Weiß ich nicht mehr. Ist anscheinend nicht erinnerungswürdig, wenn ich mich nicht daran erinnere, dass es jemals war. Gab's das mal? Beim Fertigmachen zu dieser Party ist allerdings wieder ein Drama aufgetreten. Und zwar unterhält sich Adriano mit Kati über das einzige gemeinsame Thema, was die haben, die letzte Nacht. Keine Ahnung, die hat noch gerade darüber geredet haben. Mit, ja, habe ich was gemacht, als ich geschlafen habe und sowas. Ja, schlaf doch neben der, ey. Das hat er doch auch gemacht, Bianca. Was heulst du denn jetzt so rum? Beschwer dich doch nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt die coole Western-Party und Leute, es ist richtig geil geworden. Ich zeige euch einfach die Top-Highlights, damit ihr richtig wisst, was da passiert ist. Ja, war nett, ne? Am nächsten Tag allerdings unterhalten sich dann auch Livia und Kati über ihre ganzen Love-Interests und naja, Livia hatte halt nur eins. Das ist echt schön. Ja. Mit euch beiden. Ja, ich hoffe, dass es auch sich entwickelt. Inwiefern entwickeln? Ja, dass es auch so bleibt. Ich hoffe, dass sich bei uns irgendwas entwickelt. Also damit meine ich, alles gleich bleibt. Als hätte sich die CDU zu einem Menschen verkörpert und Livia ist daraus entstanden, weil das ist doch keine Entwicklung. Während Livia jetzt allerdings diese wunderbare Entwicklung bei den beiden feststellt, sieht es bei Amadou ein bisschen anders aus. Ich bin schon auch gerne der Jäger, ne? Und wenn sich die Beute so vor meine Füße legt... Ich will ein Jäger sein, ich will die Frau erobern, die Beute kriegen. Er hat es auch so gesagt, er hat die Frau als Beute bezeichnet. Als Beute. Na gut. Später merkt man bei den Frauen, dann glücklicherweise sind die supportive besten Frauen, die man da haben kann. Sie lügen dir etwas vor, obwohl es nicht so ist. Aber du bist noch anders. Du bist trotzdem so... erober mich ein bisschen. Doch, erober mich. Ja, wirklich? Findet ihr, ich bin voll schwer zu erobern? Für Amadou? Der denkt das bestimmt. Ja, bestimmt. Kannst du meine Gedanken lesen? Danke. Hätte dazu jetzt noch sagen müssen, das ist ein leerer Becher, falls du später einen Kaffee haben willst, hol ihn dir, viel Spaß. Das wäre gut gewesen. Naja, Amadou bittet allerdings dann noch um ein Gespräch und Livia so, ein einziges Gespräch, Amadou, du und ich, ich bin bereit. Körperlich irgendwie, ob wir uns da so annähern oder was da gerade passiert so zwischen uns. Ja, Amadou hat dann nicht diesen Drang, er spürt, da ist auch nichts und das ist problematisch und Livia nur so, oh. Damit du eben das bekommst, was du willst, wenn ich es nicht fühle. Ich habe gar nichts mehr wahrgenommen, was er da in dem Moment gesagt hat. Ja.
Amadou hat nämlich quasi gerade mit Livia Schluss gemacht. Die kürzeste Beziehung ever, weil da war ja nichts. Aber Livia ist trotzdem verletzt. Für was sehe ich überhaupt so aus? Girl, für dich, damit du dich wohlfühlst in deinem Körper und alles. Das macht man doch nicht für einen Kerl, oder? Das ist jetzt eine gemeine Sache, aber haben die im Casting manchmal dieses bist du emotional labil? Musst du immer bei jeder Kleinigkeit direkt losheulen, obwohl nichts Schlimmes passiert ist? Ah ja? Gut. Du kommst weiter. Voller Tränen erzählt dann Livia den anderen Frauen aber auch gerade, was richtig Schlimmes vorgefallen ist und das nimmt alle mit. Weil er ganz genau weiß, dass ich ihn gut finde. Nee, da haben wir vor 2 Minuten noch drüber geredet. Ja, Gabi, Brigitte, da habt ihr vor 2 Minuten noch drüber geredet. Hol mich den Teufel, verrückt. Nach der kompletten Verzweiflung kommt bei Livia aber dann auch recht schnell das Wütende sich drüber lustig machen und ein bisschen die Realität nicht ganz wahrnehmen. Er denkt, ich will ihn heiraten. Ist er dumm oder was? Nein, er hat einfach nur kein Interesse an dir, Livia, und er hat nichts dergleichen signalisiert. Aber wenn du dich damit besser fühlst, tritt dir es ruhig ein. Am Abend bei einer fetten Party hat Livia dann allerdings die Idee. Brino und ich verstehen uns halt echt gut. Zurück zu Breno. Das war's allerdings schon mit der aktuellen Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier sind andere Sachen zum Draufklicken. Bei TV noch Premium könnt ihr die ganze Folge angucken. Und ansonsten, nee, das war's schon. Ne? Ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.